Was aussieht wie ein harmloses Spiel zwischen Mensch und Tier, ist in Wahrheit lebensgefährlich. Diese Frau auf den Philippinen denkt sich nichts dabei, doch sie spielt gerade mit ihrem Leben. Oder besser gesagt mit einer hochgiftigen Schlange, die sie mit einem einzigen Biss töten kann. Besonders dramatisch, die Touristin ist komplett ahnungslos und weiß nichts von der tödlichen Gefahr. Die Frau ist auf einer Insel-Hopping-Tour, als die kleine süße Schlange an ihrem Boot vorbeizieht. Sie steigt ins Wasser und fängt an, mit dem Tier zu spielen. Der Reiseleiter habe ihr gesagt, das Tier sei harmlos. Ein fataler Irrtum, der leicht hätte tödlich enden können. Beim Reptil handelt es sich nämlich um eine Seeschlange. Die hochgiftigen Tiere leben im Indischen Ozean und im Pazifik. Ihr starkes Gift kann beim Menschen Kummer und Atemstillstand verursachen und zum Tod führen. Die Touristin hat Glück, kommt unverletzt davon. Die Schlange konnte eingefangen und an einem sicheren Ort wieder ausgesetzt werden. Mamaya, makatiyan ha.